YouTube! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Betsy. Servus beieinander! Und mit mir. Servus beieinander! Ja, so. Heute Nacht ist Hordennacht, Baby. Das bedeutet, wir müssen hier ein bisschen was tun. Genau. Wir müssen ein bisschen hier das Silo verstärken. Ich wollte schon wieder den Bunker sagen. Also verstärken tue ich es gerade eben nicht, aber so, dass wir einen sicheren Platz haben. Und ich denke, wenn wir das da oben machen, wir können auch runterballern auf Leimat. Ja gut, nicht verstärken, sichern. Sichern. Ich mach das speichern. Einfach. Speichern, ja, vor allem den Bunker speichern. Ich mach das einfach rundherum. Dann kriegen wir das schon gut hin. Das ist für die erste Hordennacht, denke ich, vollkommen in Ordnung. Ob, das war ein bisschen falsch. Glaube ich auch. Ah, vielleicht noch ein bisschen Munition für die Turrets machen. Ja, da braucht man Eisen. Da braucht man Eisen. Der ist ja in dem Haus genug, glaube ich, nebenan, oder? Was? Weiß ich nicht. So. Weiß ich ja, nicht. Meine Aufgabe sind, ich stelle einfach ein paar Spikes in den Bunker rum. Oh, ich muss mich da echt ein bisschen. Damit ich das nicht wieder falsch platziere. Ist das jetzt die richtige Höhe? Nein, schon wieder nicht. Oh Gott. So, warte, lass das so machen und dann so, oder? Oder nicht? Du Bastard. Mach das. Mach das, was ich sage, ohne Widerrede. Oh Gott, ist echt Wahnsinn, wenn man denkt, wie schnell man mal war, so einen Baum wegzumachen. Ja. Alles kommt, kriegen wir wieder hin, wenn der Betsy endlich mal mehr Zeit hat, so. Jetzt ist raus. Jetzt ist es raus. Der Betsy spielt nur noch gerne ein bisschen Leid am liebsten und nicht mehr mit mir selber, das du da. Muss ich halt gar nicht. Ich muss ich halt alleine. Ein Video am Tag. Es ist eigentlich die Arbeit wieder, weißt du? Ich hatte davor immer Urlaub. Aha, aha. Also ja, genau. Also wie du Urlaub hattest, das ging's ja auch nicht. Da war auch Tagpause dazwischen. Ja, da hattest du so wenig Zeit, weil du auch arbeiten musstest. Nein, voll die Doch, Lüge, ich wollte aufnehmen Lüge. Und der Zocki hat gedacht, nö, ich muss ja arbeiten. Es ist einfach so, der Betsy will lieber andere Spiele spielen. Aber ist okay. Ich werde da halt noch einen Ding-Server machen, wo ich halt alleine spiele und dann lade ich mal vielleicht eine Mod runter und dann ist das noch so ein Projekt. Das stimmt aber gar nicht, weil jedes Spiel mit dem Zocki ist ein besonderes Erlebnis. Ja. Du hast ziemlich viele Erlebnisse mit mir erlebt, ne? Ja doch, überleg mal, denk mal zurück jetzt die letzten Jahre. Wir haben schon einiges erlebt. Ah ja, okay, ich denk mal zurück. Ah ja, genau, als du mich getötet hast zum Beispiel. Das war ein Erlebnis. Meinst du damals in GTA? Ja, stimmt. Nee, das war... Ich glaube, so lange war das noch gar nicht her. Ich meine, mein Gedächtnis ist echt ein Witz, aber ich glaube, so weit kann ich noch zurückdenken. Das war... Part 9. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich dich getötet habe. Ich weiß, dass ich dir bei 7 Days mal geholfen habe, ja. Das kann ich mich erinnern. Ah, okay. Oh, das nennst du Hilfe. Du dürftest nie bei der Rettung arbeiten. Niemals dürftest du Arzt werden oder so. Du tötest Menschen und sagst, ich helfe denen. Du bist so ein Psychopath wie in den Filmen. Wie in den Filmen. Die was so Frauen entführen. Und dann... Und dann sagen, ich helfe dir doch nur. Draußen bist du in Gefahr. Es gibt so schreckliche Menschen, die dir einiges antun können. Okay, konntest du dich nach deinem Tod wieder bewegen? Beziehungsweise bewegen konntest du dich ja schon so oder so, aber konntest du nach deinem Tod wieder Sachen auswählen, ja oder nein? Um das geht's ja gar nicht. Nö, um das geht's jetzt nicht. Nein. Also war es doch irgendwo eine Hilfe, ne? Nee. Also. So, da lasse ich frei, da bauen wir dann die Leiter rein. Zombies können ja auch Leitern hoch. Das ist ein bisschen tragisch. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das reicht, wenn ich die Leiter in so einer Höhe baue, dass wir nur dran springen müssen. Ich habe keine Ahnung, ob die dann auch dran springen müssen, nur und fertig. Aber können die jetzt eigentlich auch dann auf Bäume klettern? Es sind Zombies. Wir können ja nicht, wir können nicht mal selbst auf Bäume klettern. In dem Spiel. Also ich weiß nicht, was du denkst. Der könnte ja sein. So, ich mache mal einen Screenshot. Du kannst ja bei The Forest selber auch nicht hochklettern, ja, und Kannibalen können's. Ja, aber das ist anderes. Warum sollen Zombies in dem Spiel... Okay, wir können auch kein Gift spucken und... Also Gift, ich weiß nicht, was die da spucken.
Eben. Wir können auch nicht platzen. Naja, mir platzt gleich der Kragen ab und zu bei dir, aber... So, ich hoffe, das reicht, dass wir das so haben. Und dann hier so runterballern. Da haben wir unsere Turrets hin. Turrets, war das jetzt korrekt? Ich hoffe doch. Ja, ich glaube, es funktioniert immer nur einer pro Person. Bin ich aber nicht sicher. Aber das soll passen. Ich glaube, das passt. Warum klingen die Holzgitter wie Eisengitter? Wenn ich drüber laufe ab und zu. Weil du Eisenschuhe anhast. Das wird sein. Betsy IQ 200. Ja, und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind wir da oben, weißt du? Und der Gut hat sich... Ah, hat sich erledigt! Scheiße, Alter. Na, ich glaube, wir sind hier wirklich safe. Wir brauchen echt nicht viel tun in dem Spiel. Also für die erste Hordennacht. Dieses Pillepalle. Ja, was mache ich denn? Ja, ein paar Spikes platzieren und alles ist gut. Ja, fertig. Hat sich erledigt für uns. Super. Habe ich so ein Ding? Ich hole mal so ein Torwart-Ding jetzt. Kirchen. Dingenskirchen? Dingenskirchen, ja. Wir sind absolut bereit für den absoluten Zombie-Fight. Ah, die Rolle wird lächerlich. Lächerlich. Ja, glaube ich auch. Und ich habe schon, ja, ich habe schon eine Base für uns gefunden. Ein Plätzchen. Okay. Urgeil. Ist gar nicht weit weg. Ist gar nicht weit weg von hier. Bin ich ja mal gespannt, was er da Feines gefunden hat. Finde ich geil, weil rundherum sind so Hügeln, also fast schon Berg. Dann gibt es da noch eine Brücke, die am Zerfallen ist. Also, ich habe das ganz zufällig entdeckt. Testserver. Testserver, den spiele ich einfach so, wenn mir langweilig ist. Weißt du, wenn ich Bock auf Seven Days to Die habe und da auf den Server nicht weiterspiele, dann spiele ich halt dort ein bisschen. Lernst du das gerade mir oder den Zuschauern? Du bist auch mein Zuschauer ab jetzt. Das bin ich schon die ganze Zeit, sag ich. Wie er lügt. Weißt du. Wie er lügt. Wie er lügt. Ja, ich schau alle deine Videos. Was habe ich im letzten Video gesagt über dich? Dass ich ein geiler Typ bin. Ah, okay, der schaut vielleicht doch. Wo habe ich ihn jetzt beim Blei hin? Wo habe ich ihn jetzt? Habe ich meinen Blei anhängen? Habe ich schon eingeschmolzen? Ich habe schon wieder keine Ordnung hier. Gott. Wo ist mein Blei? Ich hatte doch noch. 100 irgendwas, oder? Ich glaube, ich übertreibe gerade etwas, aber egal. Nein, das macht nichts. Das ist gut. Das ist gut. Mach ruhig. Übertreib ruhig. Geh noch ein bisschen Holz sammeln. Mit der mache ich dann die Munition. Habe ich auch noch Eisen extra? Ja. Noch. Ja, habe ich noch? Gut. Ordnung im System nicht vorhanden. Ich glaube, ich habe das Blei schon eingeschmolzen. Kann das sein? Ja, aber hier gibt es, glaube ich, auch ein paar Bleiadern. Ja, aber ich hatte jede Menge. Ich übersehe das fix. Ich weiß nicht. Entweder habe ich schon eingeschmolzen oder ich übersehe das fix. Aber ich könnte schwören, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich habe da noch was drin gehabt. Okay. Eisen brauchen wir ganz wichtig noch, gell? Okay. Nö. Vielleicht finde ich einen Eisenstein irgendwo in der Nähe. Das ist schon mal kein Eisen. Nee, sehe ich nichts. Ich hab's im Inventar. Ich schau immer in der Kiste. Ich hab's die ganze Zeit einstecken, den Dreck. Lächerlich. Saustein. Saustein. Eigentlich logisch, ne? Man sieht's eigentlich. Es war wieder lächerlich schlecht. So gut. Der schmilzt das jetzt ein. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Die kann ich nicht herstellen, okay. Okay, ich kann echt nicht viel herstellen in der Schmiede. Okay. Ja, du hast es noch nicht gelernt wahrscheinlich, ne? Aber dass es dir dann auch gar nicht angezeigt wird? Komisch. Komisch. So, ich geh jetzt ein bisschen Eisen holen. Oh, falsch.
Oh, komm schon. Mal warte, ich platziere mal kurz dieses Chang-Deng-Dreck. Damit ich vielleicht ein gutes Bild hinkriege. Gutes Bild für YouTube. Bin ich jetzt blind? Naja. Oder einfach nur blöd. Ja, blöd trifft's wohl eher, ja. Oh, warte mal, Brudi, ich vermute, dass der Betsy uns den Weg nach oben versperrt hat mit seinen Spikes. Nein, hat er eben nicht. Da hat er nicht drauf geschaut. Ah, du bist ja IQ, ne? 300 jetzt da. Ne? Wahnsinn, ne? Das hat er nicht erwartet. Klar, hätte ich echt nicht. Ich hab schon geglaubt. YouTube, ich hab schon geglaubt. Aber der Betsy ist ja ein Fuchs. Er ist ja ein Fuchs. Geil, wenn ich hier unten stehe, funktioniert das auch noch? Ja, toll. Oh, das hat eine ordentliche Reichweite. Und das war's. Aber ich kriege das Bild nicht hin. Er muss da Betsy machen. Betsy muss eins platzieren, oben stehen bleiben, damit ich ein Bild hinkriege. Die Dinger müssen sich bewegen. Aber gut. Auch gerade, ob hier noch irgendwo ein Eisenstein ist, vielleicht auch. Weil immer wenn man einen braucht, ist keiner da. Ja, wir hätten uns ein paar markieren sollen. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber eigentlich findest du die eh enorm oft. Ich sag ja immer, wenn du sie nicht suchst. Wenn man sie jetzt sucht, dann findet man sie nicht. Gut, dann suche ich sie jetzt nicht. Rennst einfach nur so durch die Gegend, meinst du? Ja, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn nicht gesucht. Das war der Trick. Ich habe aber einen Zombie gefunden. Oh. Erst nachladen, dann schießen. Oh, warte, der Boden ist gleich okay. Ah. Hey, ich will alle Pfeile zurück. Mensch. Ich glaube, so viel Eisen braucht man gar nicht. Also nicht enorm viel. Ich vermute echt, dass die Horde noch schnell rum sein wird. Ja, es kann gut sein. Das ist die erste Nacht und wir sind voll die Pros. War das deine erste oder deine zweite, als ich damals eingestiegen bin und du komplett enttäuscht von dieser Hordennacht warst? Weißt du noch? Oh nee, das war schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie viel das war, aber... Ja, müsste man einfach nochmal das erste Video anschauen, gell? Ja, aber ich weiß nicht... Wie wir das genannt haben. Oh, das ist nix. Das ist auch nix. Das ist auch nix. Aber hier geht's noch ein bisschen. Nein, das ist ein Blödsinn. Das ist einfach nur ein Fehler. Ich krieg hier kein Eisen raus. Ich mag nicht nach unten graben. Stell dir vor, mir springt jetzt ein Zombie auf den Kopf. Was mache ich dann? Ich wisch einfach runter vom Kopf. Dann mache ich einfach. Blödsinn. Los, setz dich auf meinen Kopf. Willst du es doch auch? Dann sing ja der Bamba, Baby. Oh, ich krieg gut Punkte durchs Abbauen. Okay. Ich hab schon gelabelt, jetzt pass auf. Jetzt machen wir das so. Wo ist es? War das hier? Und zack. Ich hab sogar noch einen Punkt. Ja, machen wir das so, dann geht das schneller. Das ist Erde. Ah, das sieht doch schön aus. Drüben noch. Dann ist das Ding sicher. Oh ne, jetzt ist das kaputt. Fuck. Das kostet alles Reparaturkit. Das ist der Dreck. Egal, wir müssen auch lernen, Reparaturkits herzustellen. Ich dachte, das kannst du schon. Glaube ich nicht. Nein, ich glaube, das war es nicht. Okay. Aber das ist ganz wichtig, weil das Werkzeug zum Reparieren, das kostet alles Reparaturkits.
viel Eisen haben wir denn schon? 506. 506. Ich weiß noch, wie ich in der Zeit schon 4000 hatte oder so. Da, das sieht doch schön aus. Lauf da nicht zu. Nicht der Zocke, der nur wirft, oder? Wie bitte? Hab grad was laufen gehört, aber das warst nicht du, weil du zu weit weg bist. Ja, ich bin noch tief unten. So, ich komme jetzt aber eben wieder hoch. Oh, wenn ich, wenn's geht. Wo ist denn das Loch hier? Jetzt hat er keine Ausdauer zum Springen, oder was? Im Ernst? So, ich mach das so. Passt. Dann wissen wir immer, hier unten ist Eisen. Ganz nah bei unserer Base. Das geht schon. Naja, wir wollen sie doch dann eh wechseln, oder? Nach der Hornnacht. Ja. Voll. So, warte, wie mache ich das? Ich mache das. 700 sind das. Pass auf, die zerlege ich jetzt. Da kriege ich 1335. Die anderen gehe ich einschmelzen. Wir haben noch so viel Zeit. Aber wir haben noch so viel Zeit. Ja. Hoppi. Ah, genau. Weißt du, was wir schauen wollten? Ob Grace hier ist. Ah, stimmt. Kannst du mal machen, genau. Mal schauen, ob die kleine Dreckschleuder schon da ist. Aber ich lasse, da gehe ich einschmelzen. Und ich muss schon wieder essen. Crazy Baby, Daddy ist zurück. So. Warte mal mit denen. Receptus, Maticus, Patronus. 129 Schuss. Oh ja, das ist aber gut. Ich denke, 129 Schuss ist gut für so ein Geschütz. So, da gab es doch einen schnelleren Weg zu Crazy, ne? Einfach entweder von oben nach unten. Durch den Käfig einfach, ne? Genau. Was war das jetzt schon wieder? Okay, ich habe jetzt gerade eine Bleiader, die bringt uns gerade nicht weiter. Doch, doch, hey, Blei, nimm mit. Nimm mit, okay, mach ich. Nimm immer gern Blei mit. Ich sehe immer gern Blei. Hey, das Betsy hat. Alles gut, ich falle runter. Geil. Und ich muss jetzt dann auch an der Stelle graben, oder was? Ja, genau. Grace, bist du hier? Nö. 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 Nö, nö, nö. Ist sie nicht. Hast du es vielleicht doch länger eingestellt? Ich müsste echt nachschauen. Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe. Ich weiß nur, dass ich den Tag länger gemacht habe. Weil ich halt gern mehr hätte vom Tag. Mhm. Aber dementsprechend hat ist jeder? Auch die Nacht länger, ne? Und dass man nur einen Werkzeuggürtel Gürtel verlieren, wenn man sterben sollte. Okay. Ja. Und sonst weiß ich eigentlich nicht die genauen Einstellungen. Okay, könnte man auch einstellen, wenn man stirbt, dass alles weg ist oder was? Ja. Aber okay, das mag ich nicht, wieder alles holen. Nee, das wäre fies, das wäre fies. Na, das wäre schon auch herausfordernd, weil dann willst du nicht so oft sterben vielleicht. Ich meine, wer will oft sterben? Aber ich mag es nicht, weil wenn ich sterben sollte, weißt du, dann kann ich meinen Dreck, wenn ich gerade am Looten bin, außer ich bin müde, dann check ich es wieder nicht, kann ich meinen Dreck schon in der Base alles abladen und dann den anderen Dreck holen, weißt du? Das finde ich dann viel angenehmer. Das stimmt auch. Okay, wie schon mal aus. Dauert noch 1,30. Was mache ich jetzt? YouTube, was machen wir jetzt? Also ich sammle gerade Blei, wie du es befohlen hast. Gut.
Ich hoffe, Eisen ist genug. Aber es wird schon genug sein. Nehme ich auch an, ja. Der ersten Hordennacht kommt auch eh nicht so viel, oder? Na, das ist der Witz, was da kommt. Das ist ein Witz. Oh, da steht ja ein Hundi. Geil. Kral ihm mal in den Sack. Kann mal, ich frage mal, ob das okay ist. Hundi? Darf ich da hin? Nicht gut. Ah, okay. Nicht gut. Nicht gut. Ich hab grad ein Problem. Okay, warte, hier ist die Tür offen. Dann waren wir hier schon drin. Weißt du, was fies ist? Nö. Ja, ein Hund kämpft, wenn gerade deine Hand auf der Maus einschläft. Alter, wie fies. Ah. Warte kurz, ich will da kurz reingucken. Da zockt man zu was ist denn los gerade? Der Keine zockt Ahnung. Man zur Zeit kaum noch, weißt du, und dann hat man trotzdem so einen Scheiß. Ach, 4 Reparaturkits, geil. Wie du zockst zur Zeit gar nichts. Wie lügt? Kaum noch. Ich mach einmal am Tag ein Chernobylite-Video. Und vielleicht. Dann hat er keine Zeit. Ja, dann hat er keine Zeit für mich. Ja. Das ist ein fieser Sack. Jetzt hast du dich schon sehr wie eine Frau angehört, Zocki. Also ja, das ist voll. Na und? Ja, da haben wir auch nichts drin gelassen. Schade. Wo denn? Hallo? Ah, in so einer Kiste in einem Haus. Oh, die Plane beim Duschen erwischt. Fuck. Ich wollte nicht spechteln kommen, Mrs. Doubtfire. Bleib liegen. Oh, was haben wir da? Kaffeebohnen. Bohnen. Bohnen, Bruder. Ja, genau. Ist da wer drin? Und hinter Tür Nummer 2. Nein, ich schieß gar nicht. Passt schon. Alles cool. Okay, ja, ist gut. Ach, rote Farbe. Ich weiß nicht. Ich suche gelb. Also, wenn du die Farbe gelb findest, dann bitte für mich reservieren. Okay. Oder wenn ich gelb unterstreicht deine Augen oder was? Ja. Oh, Jagdgewehr. Brauchst du ein Jagdgewehr, Bedwood? Eigentlich nicht, aber du kannst es zerlegen, dann hast du ein bisschen Munition. Nein. Will ich nicht, will ich nicht. Ich glaube, ja. Spiritus ist wichtig, ne? Wasser ist eigentlich gar nicht so wichtig mehr für uns. Weil momentan, also mitnehmen ist trotzdem, aber dahinter ist doch was. Ja, komm, mach mal wieder so. Ah, okay, das ist unnötig. Oh, warte mal. Nix. Oh, da sind überall Minen. Also überall, ich sehe eine. Aber trotzdem, gefährlich. Gefährlich. Oh, nicht reintreten. Aha. Was ist das für ein Geräusch? Noch Minen oder so? War doch schon jemand, oder? Muss gleich Acht geben auf die Minen. Nee, Fleisch haben wir erstmal. Tun wir mal ein bisschen Essen hier. Ja, ich glaube, hier war schon jemand drin. Öl immer mit, das Holz. Ja, hätte ich auch mitnehmen können, aber naja, hab's halt nicht getan. Ah! Wow! Doggy bellt. Irgendwas so spannend bei ihm? Der Postpote. Der Pote. Der Postpote? Ja. Halt den Maul, Bedwood. Der Postpot. Ich verspreche mich heute auch ganz oft. Ist nicht so schlimm, Zocki, heute. Das wäre aber auch eine coole Base. Mit so einem Geheimtunnel hier. Okay. Meinst du, da müsste man keinen mehr graben von Base zu Base? Zum Beispiel. Oh nein, jetzt muss ich nachladen auch noch.
gehe ich eigentlich so weit weg ohne Fahrrad? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich kann eh schon Mopeds herstellen. Die Mini-Bike-Dinger da. Ach so, okay. Ja, ja, aber ich brauche noch das notwendige Material dafür. Ah, nein, was mache ich denn für ein Blödsinn? Jetzt bin ich nervös. Wir hätten ja die ganze Zeit zum Sammeln eigentlich nur, also. Ja. Und jetzt da runter? Wo ist denn der? Ich höre dich die ganze Zeit. Das ist, nervt ein bisschen jetzt da. Hallo, lass mich schnell hoch. Ganz schnell gucken. Bisschen Paper. Holz lasse ich einfach drin. Aha! Okay, was gefunden. Da habe ich eigentlich jetzt da nicht so viel Blei. Surprise, surprise. Nochmal so ein Chunk. Oh, ich hoffe, ich kann mehrere gleichzeitig aktivieren. Dann ist geil. Ich glaube, das ist wieder der Ausgang, ne? Oh, ich muss meine auch mal aufstellen. Musst du eigentlich deine Munition in die Chunk tun oder zieht er das automatisch vom Inventar ab? Nee, musste machen. Ja. So, was sind das für ein Raum? Die dabei? Ja, die habe ich dabei, genau. Also wird der Ausgang. Ich glaube, wir sind hier eh fast. Na, oben geht's noch weiter. Hopsi Popsi. Hab ich voll übersehen. Das sind auch Minen. Ach, hoffentlich rennt da einer durch. Mal schauen, ob sie jetzt durch wollen. Bist denn du, Moment? Oder tun wir die weg? Okay, ah, trotzdem voll die Action ab und ich renne nur hin und her. Oh, das hat sogar mir Damage gemacht jetzt, der Dreck. Da liegt noch einer. Ich weiß, ach, du hast die Chunk dabei. Okay. Hallo, hallo. Boah, ich höre die ganze Zeit die Idioten, aber ich sehe ihn nicht dabei. Oh, ich bin ziemlich voll schon wieder. Ich mach mal zu. Ich laufe auch mal zu meinem Fahrrad und... jetzt auch mal eine Runde. Die Action, bei mir geht gar nichts. Da werde ich zum... Oh ja, geil, eine Schatzkarte, schon wieder. Weil ich einfach der Beste bin. Und dann habe ich hier eine stehende Feueraxt, die so eine komische Farbe hat. Zerlegen, dann die Leiter kommt weg und dann nehmen wir die hier. Ich glaube, ich krieg gleich ganz auf die Schnute. Warum hatten die so eine komische Farbe? Verstehe ich nicht. Muss ich mir da mal genauer anschauen. Liegen bleiben! Oh gut, da kann ich nicht aufstehen. Aha. Dann gehen wir halt auch mal in ein Haus. Wo sind denn da die Leute? Oh! Und da fliegt sie. Baby, was geht? Alles gut. Oh ja, geil, das. Oh ja, geil, das will ich. Die Dinger brauche ich auch. Die Wiese brauche ich diesmal nichts. Hab meine Papers vergessen. So, schauen wir doch mal. Kleber, Kleber, Kleber. Oh, irgendwo geht's ja ab. Irgendwo geht's ja schon ab. Ah, komm, lass weg. Ah, du bist auch drin bei mir? Ich weiß nicht, ob das dasselbe Haus ist. Es klang auf jeden Fall so, als würdest du neben mir irgendwas machen. Ich höre gerade irgendwo nur Zombies dagegen hauen. Also wenn ach, du bei mir bist du. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr hundertprozentig, weil ich das die meiste Hitten... Nee, ich glaube, also, ich bin im leeren Gebäude, Zocki. Bin schon fast durch mit Looten hier. Ich glaube, ich bin im anderen Gebäude. Bei mir sind noch lauter Zombies. Eine Armbrust schon wieder. Oh, aua! Warte mal, nicht knutschen gehen jetzt. Soll ich da was? Nein, ich lass einfach drin. Ist ja gut, nein. Ist ja gut.
Bier, Essen, Honig. Nee, das ist Bier, will ich nicht. Warte mal, das Rohr. Ach, kack auf das Rohr. Ich will kurz das nehmen. Haben wir dabei, noch mal zum Ei dazu. Dann, ich will die gleich einstecken. Was lasse ich da bald da? Ja, 8 Wasser lassen wir da. Spiritus lasse ich da. Dann stecke ich die nämlich gleich an. Dann lasse ich hier... was ist mit der eigentlich? Damage 25? Weniger. Oh, die ist stärker. Die ist einfach nur stärker. Okay. Zement haben wir eigentlich viel. Dann nehme ich das für dich mit, Betsy. Das kannst du dann lesen. Das habe ich nämlich schon gelesen. Da ist eine Zweierpistel drin. Ich lasse die Zweierpistel dann auch dabei da drin. Okay, cool. Du bist sicher, dass der Betsy lesen kann? Nö, da sind auch Bilder drin. Ah, okay. Das ist, dann ist er gut. Auch zum Ausmalen. Was? Nein, nein. Was? Du wirst doch nicht sehen, oder? Nö, aber ab und zu verhalte ich mich, glaube ich, so. Vielleicht. So, die Hütte ist durch jetzt da. Okay, da wäre noch ein bisschen Essen, aber ich denke. So im Großen und Ganzen bin ich hier durch. Habe ich da hinten schon geguckt? Oh, erstmal runter, bevor ich hochgehe. Nee, siehst du mal. Oh ja, geil. Ne, Autobatterie. Alles klar. Mechanische Teile lasse ich jetzt mal kurz drin. Ah, der war schon tot, okay. Noch eine Autobatterie. Oh ja, geil. Den zerlege ich, weil das gibt, glaube ich, gut. Eisenverstärkerkammer, der interessiert mich gar nicht, Alter. Ganz ehrlich, was habe ich jetzt gemacht? Komm. Ja komm, du heißt dich doch gleich. Ja, fast. Ja, fast. Ja gut, ist er. Ja, brav musst du das. So, ich fahre mal kurz zurück. Kriegt der Betsy eh hin, oder? Naja, locker. Na klar doch. Locki, locki. Ich würde mal gern testen, ob zwei solche Geschütze aktiviert werden können. Oder eben nur einer immer. Ob man das leveln muss, dass man zwei aktivieren kann, etc. pp. Keine Ahnung. Ich kann es ja mal gleich testen. Ah ja, weil der keine Munition hat? Okay, verstehe. Den möchte ich aber jetzt nicht pump voll laden. Der hat... Der hat zwei Schuss, okay. Ein Tier drin, ne? Was ist mit dir? Ich habe ja mehrere. Hat der Munition? Nein, der hat auch nichts. Fuck. Ja, okay, nein, ich möchte jetzt nicht die ganze Munition. Oh, hier bleibe ich, hier ist eine Bar. Oh, jetzt habe ich gerade ein kleines Problem. Ich bin kurz angeschlagen. Warum rennst denn du? Es ist doch Tag. Ah, was ich machen wollte. Was ich machen wollte. War das hier. Mori. Achso, hier. Vertue mich da immer. Und. Mori. Pam. Und ich glaube, ich hatte noch irgendwo einen Mod. Okay, das war auffällig. Aber die ist auch leer. Ja, damit man nicht zu kalt ist, ist es auch gut. Das ist auch eine gute Mod. Ah, sehr schön. Schön. Oh, ich kann Tee herstellen. Das ist was Schönes. Paper, glaube ich, hier rein. Das Buch durch. Achte mal daran.
kriegt dann nachher der Betsy. Ich brauche nicht so viele Äxte mit. Die nehme ich sicher zwar immer noch mit. Nehmen wir mit. Lieber nicht, das nicht. Oh, ich glaube, ich nur zwei. Keine Ahnung. Schatzkarte lasse ich bei mir. Lese ich dann. Messer. Machen wir nicht. Lass mal. Genau. Schraubenschlüssel habe ich da irgendwo einen gehabt? Nicht? Oh ja, hier. Eisenbahnschienen, genau. Ja, geil. Eisenbahnschienen hast du schon, oder? Oh ja. Nämlich, ich habe hier welche Level 3. Oh, warte mal. Level 3? Ja, ich habe Level 2, also... Nehmen Sie mal mit. Nehmen Sie mit, genau. Danke. So, was machen wir jetzt? Nix. Ah, was gibt's hier noch Schönes? Ein Eisenspiel. Das ist ein Bandoliermod. Du hast ja auch keinen Platz mehr, oder Zocki? Doch, doch. Weil hier wäre jede Menge hier unten, wo ich bin, in dem Haus, im Keller, unter der Treppe. Okay, warte, ich komme einfach. Bin schon voll. Wir machen ja nichts Großartiges beim Silo. Eigentlich. Das, was wir gemacht haben, das passt. Nur noch die Geschütze hinstellen und fertig. Eben, ja. Ich denke, das reicht für die Hordennacht locker. Bisschen Munition noch. Ein paar Speere werde ich mal machen. Ich werde, glaube ich, mein Inventar leeren, außer nur Speere. Für die Hordennacht, dann baller ich nur die Speere runter, weißt du? Und bin aber dauernd am weiter produzieren, sodass ich nie wechseln muss. Ich habe dir hier auch ein Reparaturkit übrig gelassen. Oh, nehme ich aber eigentlich eh gut. Achso, okay, dann nehme ich, okay. Wenn du dabei was hast, oder ja, weißt schon, weißt du, was ich meine. So. Keller, hast du gesagt? Geht's da auch nur irgendwo lang, oder? Wo komm ich denn jetzt da? Geht's hier noch weiter runter? Nein, warte mal so. Wie bist denn du? Hier? Oh, dahinter ist ja auch nochmal was. Oh, wie fett! Und hier noch drin. Wie viel Schotti-Munition hast du im Moment? 101. Okay, dann kann ich die nehmen. Wie viel von der 762er hast du? Dabei bei mir einstecken 142. In der Base weiß ich nicht. Okay, weil ich habe 200 hier und hier wären nochmal 44. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei der Base ist. Nimm einfach. Ja, da kommt einer. Ey, wieso komme ich denn da jetzt nicht? Erzähl nix. Erzähl mal nix. Das ist voll der Trick. Das war die Falle. Welche Level hat deine AK? 2. Ich habe hier eine mit Level 3. Ja, gib's mir. Warte, ich muss dir selber rausholen, weil ich bin voll. Alter, geh weg hier. Passt. Hast du aus den anderen Kisten alles raus? Was dir gefallen könnte? Ich denke schon, ja. Okay. War auch noch nicht im ersten Stockwerk hier in dem Haus, aber ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Ja, ja, ich hab's gerade gehabt und dann hast du gesagt, AK. Das ist ein bisschen blöd gemacht. So. Bist du über die Kühlbox rein, oder? Was? Nein. Da war so ein Ding halt, ne? Da kloppt einer die ganze Zeit blöd herum, das nervt. Wo ist der? Ah, die Pistole ist ja viel besser. Besser. Dann nehmen wir die und die zerlegen wir. Sehr schön. Nee, nicht hinschmeißen. So, ich bin voll. Da kann man gar nicht reingucken, okay. So, wo ist denn jetzt der Typ, der da dauernd herumklopft wie ein Wahnsinniger? Da, er rennt voll falsch. Keine Ahnung, wo wir sind hier. Okay. Hier haben wir ein T-Shirt. Ein blutiges. Will ich ganz kurz gucken. Das ist ein Blut, das ist. Ob das von mir ist oder vom Kollegen. Ja, ich lasse das T-Shirt an. Betsy nimmt hier den schweren Weg, glaube ich. Ich glaube, es gibt hier auch noch einen einfacheren Weg, hier hin zu gelangen. Okay. Ich bin aber gleich durch. Hey, hier ist der Zocki schon durch.
Er ist schon durch. Guck, guck. Lass mich das noch fertig machen, zu meiner Scham. Oh Gott. Oh, warte, das da unten guckt mir etwas verdächtig aus. Das ist Holz, okay, schaut aber nicht so aus. Wir wären schwarzer Goss. Ah, Susan, oh, hoppala, geile Drecksau. Ey, ich weiß nicht, ob ich hab. Kannst du dich noch erinnern, dass ich dir verboten habe, auf Susi zu ballern? Hoppala, selbst das habe ich jetzt ein paar Mal vergessen, als wir zwei alleine waren, Susi und ich. Was? Ja, da habe ich ab und zu mal auf sie geballert. Alter. Was sagt ihr, das was übersehen? Hast du dich geschützt? Na wieso? Ich lasse dir auch ein paar Sachen. Ich habe das genau gesehen. Ich wusste genau, dass da was ist. Da war nämlich nichts drin. Darum bin ich dran einfach vorbei. Oh, ich kann nicht springen. Ich bin an. Ja, weil du immer das Ding springst. Du musst da ran vorbei irgendwie, aber. Ja, 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 ja. Jetzt kommt da wieder der super. Ja, da ist was drin. Da ist eine Tasche drin. Oh ja? Aber wie kommt man da hin? Aber was kann ich mit dem Computer eigentlich machen? Kann ich den irgendwie. Warte mal, wo habe ich es denn? Ab. Oh. Oh. Ah, ich bin rangekommen. Okay. Und was drin? Schotti-Munition, Magazin-Extender-Mod. Wahrscheinlich, dass da mehr ins Magazin passt. Ich glaube, die packe ich mir mal ein. Vorausgesetzt, Betsy hätte Platz irgendwo. Erstmal die Waffendinger da weg. Da ist doch irgendwo was. Oh, da ist doch noch ein geiler Geheimgang. Geil. Ah, noch ein bisschen weg hier. Oh, das nicht. Vielleicht das hier. Na komm. Ich hab leider keine Ausdauer mehr. Ah, da sind Minen! Geh weg, oh, da sind Minen! Die Zombies rennen da drüber und dann töten die uns. Tack das doch schneller, Mensch! Ich sag, da sind Minen. Wo? Ja, ich wollte doch sehen, Mensch! Oh Gott, wie machen wir die jetzt weg? Pass auf. Schieß auf die Minen. Nein, 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 die sind zu nah dran. Das könnte man eigentlich wegkloppen. Da liegt warte, einer. Warte mal, geh noch mal runter. Ich hab Granaten. Ich schmeiß einfach deine Granate voll rein, da gibt's eine Kettenreaktion. Nee, ich bin schon durch, bin schon durch. Du zerstörst vielleicht die Hütte und den Loot, wenn da noch oben was ist. Warte. Wow! Oh, der Boden bricht ein! Zombies! Wow, das war ein geiler Schuss beim Zocken. Denn ich bin absolut geil. Ich zeige dir, wo es lang geht. Wo ich bin, ist was los. Wenn ein Zombie kommt, dann kacke ich mir gleich in die Hose. Ja, ja, ja. Ja, wie bin ich da jetzt wieder hochgekommen? Wenn ich wieder runtergeflogen bin? Aber das gibt's Krabby. Und gleich Paper. Geil, Alter. Früher, glaube ich, war das nicht so mit Paper. Überhaupt noch Minen? Ich sehe gar keine mehr. Boom. Das wär's jetzt. Ich sehe schon kommen. Ich komme jetzt hier nicht drüber. Macht's hier denn? Pum, 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 bidim, pum, pum, pum. Charakter ist dumm. Ist das hier eine Mine? Ja. So. Darf ich da mal drauf schießen? Ja, mach. Das ist alles? Naja, die Minen, das ist ja bei Alpha 17 auch dann so gewesen, dass die nicht wirklich viel Schaden machen. Also kein Strukturenschaden, sondern eher menschlichen Schaden, ne? Menschlichen Schaden. Fleischlichen Schaden. So, pass auf. Ich gehe da sicher nicht mehr runter und schieß mich tot, was auch immer. Ich glaube, wir sind durch, oder? Bei dem Haus. Ich glaube, das Haus ist durch, ja. Es ist vollkommen durch. Ah, oh, dahinter ist leider nichts, okay. Sonst den Spiegel zerbrochen. Was steht da einer? Nee. Eine Cappy. Okay, warte, ich brauche keine Cappy. Eine Reisetasche. In die geht hier Richtung hin. Und dann, okay, passt perfekt. Kenn mich aus. Ein Armbrustbolzen, ja. Oh, hier ist ein Rucksack. Ah,
Was habe ich denn da einstecken? Also die hier. Die Farbe könnte man wegmachen. Wir sind übrigens schon bei 45 Minuten. Oh. Warte kurz, ich will da noch reingucken schnell. Ja. Komm, mach auf. Und ist da was? Ist da was? Oh ja, da ist sogar was. Was haben wir hier? Schottimmunition, eine Pistol, eine Ding. Na, wie heißt es jetzt da? Da muss ich schauen bei die Handschuhe. Bin immer nicht safe. Vitamine. Und was zum Naschen. Schottimmuni da. Eine AK. Betsy, du kannst hier auch reinschauen in die Garage. Ich habe da ganz wenig habe ich da lassen. Nicht viel da hinten. Ganz wenig, das ist ja super. Ja, wenigstens etwas. Also wenn du was brauchst. Was wollte ich schauen? Handschuhe, habe ich gesagt, gell? Ach, warte mal, ich habe da für dich die... Handschuhe brauche ich nicht. Okay. Die Eisenbeinschienen habe ich noch einstecken zu können. Oh, lass mal drop den Dreck. Drop den Dreck. Drop ihn. Dankeschön. Brauchst du Handschuhe oder so? Nee, nö. Passt. Ich bin gut bepackt. Ja, okay. Cool. Auch an den Händen. Hahaha. Was? Okay. Überhaupt keinen Sinn, aber okay. Okay. Modification, baby. Kann ich auch eine Farbe reinklatschen, ne? Aber soll man an der Stelle erstmal Schluss machen? Ja, kann man machen. YouTube, es tut uns leid, aber es ist halt so. Irgendwann müssen wir auch schlafen gehen. Ich ja, weiß, ich weiß. Ihr wollt, dass wir so 5-Stunden-Videos machen. Aber ganz ehrlich, heute nicht. Sind die Videos eh schon viel zu lang. Ja. Aber die Zeit vergeht halt so schnell, ne? Ja, unglaublich. Und ich möchte nicht aufhören, irgendwo reinzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue doch immer überall rein, Alter, wo es nur geht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das geht mir auch gerade so. Bist du in die Hütte reingerannt? Ja, aber die Zombies, die beachten mich gerade nicht. Deswegen schmeiße ich jetzt meine Rohrbombe auf die. Bisschen Action zu... Oh, das ist aber ganz nah! Das war echt schlecht irgendwie. Ja, das war anders geplant. Hä? Warum gehen wir? Da hätten wir Essen. Ich könnte was vertragen. Oh ja, verrottetes Fleisch. Juckersaft nehme ich mit. Da haben wir auch was drin. Gerade intelligenter geworden. Ach so? Mhm. Ah, da war er schneller. Ticken, aber den kannst du herausnehmen. Boah, was hat denn deine Pistole für einen Wumms? Ja, klar. Ich hab's aber auch kurzzeitig, hab ich's gedacht, so. Das ist ja unglaublich. Was hast du da, mit was fütterst du die? Kurzzeitig dachte ich auch, Alter, geht die ab. Warte mal, lass kurz gucken. Ich will ganz kurz gucken, ob die eine Farbmod... Nein, hat sie nicht. Ja, okay. Ich suche immer noch die Farbe gelb, also bitte finden. Ja, ich bin dabei. Ich suche ganz stark. Gelb, gelb, gelb ist meine Farbe. Gelb, 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 das will ich haben. Was? Sag mal. Alles gut, sag ich? Ja, absolut. Oh. Hier gibt's bestimmt eine gelbe Farbe. Oder auch 1, 2, 3 Zombies mehr. Ach, wo hab ich denn jetzt meine Shotty hier hin? Wieso habe ich jetzt die Shotty nicht mehr in der Hand? Da ist Wasser drin. Wasser lasse ich jetzt da. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Na komm, ich will echt gelbe Farbe haben, Alter. Das wäre urgeil, wenn ich jetzt noch am Ende jetzt noch eine gelbe Farbe krieg. Weißt du? Das wäre richtig prickelnd. Ja, ich suche schon, aber hier ist auch keine gelbe Farbe, leider. Na
Dann ist er leer, steht er da. Können Sie denn nicht lesen? Mhm. Da, für was komme ich jetzt hier aufs Dach, wenn es hier nichts gibt? Das ist das Zeichen, dass du das, der König der Welt bist. Ja, sollen wir gleich mal hier oben aufhören? Das ist doch ein guter Ausblick, ne? Ja, okay, mach mal Schluss. Mach mal rum jetzt, YouTube. Ist ja eh lächerlich. Ich meine, wir haben eh noch Zeit. Wir brauchen eh nicht wirklich was. Was ist denn los? Warum geht meiner weiter? So dumm. Der haut's mit die Viers. Er ist einfach, er kann einfach nicht aufhören zum Laufen. Du, ich bat halt hier nur wieder ein bisschen. Alter, wir haben eh keinen Stress. Ganz ehrlich, ich sag dir, die Hordennacht, die wird so easy. Das denke ich auch. Das heißt, wir können im nächsten Part auch noch mal ein bisschen looten oder so. Ja, voll. Und dann nach der Hordennacht habe ich eine Base für uns. Die müssen wir uns nur ein bisschen, an Verteidigung arbeiten. Okay. Es ist ziemlich. Kannst du mir am nächsten Part vielleicht schon zeigen? Oder willst du dir bis nach der Hordennacht aufheben? Nein, bis nach der Hordennacht machen wir das. Okay. Ja. Okay, YouTube, dann würde ich sagen. Macht's gut. Haut's rein. Und immer brav sein. Genau. Ciao. Tschüss.